Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Pokémon Dimension. Wir sind hier, immer noch auf der Mission, den Arenaleiter zu besiegen in einer sehr seltsamen Arena, die keine Arena ist, aber dafür ein Berg. Und ja, ein bisschen Pokémon habe ich jetzt trainiert. Ich hoffe, wir haben eine Chance. Er scheint ja, weiß ich nicht, es scheinen ja viele Flug-Pokémon zu sein. Und hier sind wir in der Arena, die sehr kalt ist und voller Schnee und auf einem Berg. Hallo Herausforderer, du hast also jeden Trainer auf dem Weg hierher besiegt. Bist du jetzt bereit, gegen mich zu kämpfen? Ja, aber erst habe ich ein paar Fragen. Du musst zuerst gewinnen. Erst dann werde ich Fragen beantworten. Ich bin der erste Arenaleiter, gegen den du kämpfst. Ja. Okay, dann werde ich mein Team etwas anpassen. Mein Name ist Finorex, Arenaleiter von Hameorizon Heights. Okay. Gut. Bist du bereit, gegen die härtesten Konditionen des Bergs anzukämpfen? Sonst wird unser Blizzard dich aus der Arena kicken. Blizzard, okay. Na gut, auf geht's. Oh, Vögelchen. Oh je, Level 20. Ich habe den übrigens nur vorne. damit ich gucken kann, was kommt und dann entsprechend einsetzen kann. Tut mir leid für ihn. Ups. Aha, ernsthaft? Ha! One-hitted! Leipard, das ist das. Das ist, die Katze, ne? Oh, cool. Oh, das ist die Entwicklung von der Katze. Gecrittet. Was auch sonst? Warum auch nicht? Warum sollte es nicht direkt critten? Warum nicht? Tschüss, Katzi. Jetzt habe ich auch gecrittet. Ha, Gerechtigkeit. Sehr schön. Das ist wieder der Vogel. Da wechseln wir wieder zurück auf Roselia. Ah, es hat dich gewonnen-hittet. Traurig. Oh nein. Oh nein. Fluchtwert erhöhen. Oh, jetzt hör doch auf, das Ding zu heilen. Irgendwann reicht's aber auch mal. Warum crittet es denn die ganze Zeit? Ich habe einfach die ganze Zeit gecrittet. Sehr gut, sehr gut. Was auch immer da los war. Luxio. Ach, hey. Luxio scheint mir ein Problem zu sein. Oh, es ist Eis-Luxio. Oh, süß. Pech für Luxio, dass es jetzt Eis ist. Oh, nee. Ach, nein. Baloi. Nein, nein. Oh, es macht gar nicht so viel Schaden. Komm schon. Ja, danke für die Erhöhung vom Angriff und den Crit. Heute crit ich viel. Critio. Ha, ich bin erstaunt. Das hätte ich nicht erwartet. Du und dein Team, ihr seid sehr vielversprechend. Hier, um deinen Sieg zu zelebrieren. Der Wanderorden. Dankeschön. Gut. Mit jedem Sieg gegen einen Arenaleiter bekommst du auch noch eine TM. Hier ist... okay. Nun kann ich mich endlich ausruhen. Es ist nicht einfach, Arenaleiter zu sein. Übrigens, möchtest du mich was fragen? Du wolltest mich was fragen? Ich habe jetzt Zeit dafür, da ich Pause habe. Also frag mich alles. Okay, um ehrlich zu sein, oh, war das Luxio das Pokémon aus der anderen Dimension, weil es ja anders war? Ich vermute mal. Um ehrlich zu sein, ich bin hierher gekommen. Nein, nein, doch nicht. Okay. Um Daten über dein Bavoldion zu sammeln. Ich möchte mehr über Pokémon von der anderen Seite lernen. Ich habe so eins noch nie gesehen, deshalb vermute ich es. Ach so. Okay, es ist ein dimensionales Pokémon. Ja, genau, es ist ein Runik-Pokémon. Es gibt nur ein paar von ihnen hier. Ein Runik-Pokémon, sagst du? Ja, vor einer Weile hat Professor Akazia Pokémon, die die aus dem Nichts erschienen sind, in zwei Kategorien unterteilt. Runik und Korruptions-Pokémon. Oh, okay. Oh, warum hat sie mir das denn nicht gesagt? Na, um es kurz zu halten, Runik-Pokémon haben andere Typen als Korruptions-Pokémon. Okay. Mehr kann ich leider nicht sagen. Die Sachen wurden von Professor oder anderen Wissenschaftlern herausgefunden. Und da hier selten Leute herkommen, habe ich keine Informationen. Okay, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Sehr gern. Wenn du mehr über Korruptions-Pokémon rausfinden willst,
Der Arenaleiter in Sandit City hat eins. Ich werde ihn schon mal vorwarnen, dass du bald kommst. Kann ich vielleicht deinen Namen erfahren? Ja, Miri, vielen Dank. Kein Problem. Okay, das ging schnell. Sehr interessant, sehr interessant. Na dann. Können wir jetzt weitergehen in die Ruine? Da soll es ja irgendwie noch ein Portal geben. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Auf und zurück, würde ich sagen. So. Dann gehen wir jetzt erstmal Pokémon heilen. Vermute ich mal. Das wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. Dann setze ich auch wieder jemand anderen nach vorne. Vielleicht ist jemand anderes da ein bisschen besser als das kleine Vögelchen, das ich nur zum Sterben nach vorne gesetzt habe. Was fies von mir ist, aber so ist das Leben. Für kleine Vögelchen. So. Giga kommt nach vorne. Ich vermute mal, die Ruinen sind einfach den Berg. Okay. Ach, Kala, hi. Hi, Miri. Gehst du auch zu den Ruinen? Auch? Was bedeutet das? Ich bin von meinem Spezialtraining zurück, um die Arena zu besiegen. Und ich habe deinen Bruder auf dem Weg gesehen mit einem wunderschönen rothaarigen Mädchen. Er hat mich nicht angesehen, also habe ich auch nicht mit ihm geredet. Da hier nichts anderes als die Ruinen sind, wo sie hätten hingehen können, denke ich, dass sie dorthin sind. Ah, okay, ich habe verstanden. Ich werde dort auch hingehen, um zu ihnen zu gehen. Hey, warte. Nun könnte ich vielleicht meine Resultate vom Training an dir testen? Wenn ich dich besiege, dann habe ich vielleicht sogar Chance gegen den Arenaleiter. Ist das okay? Ha, eigentlich habe ich es eilig. Ach, keine Sorge. Ich mache das ganz schnell. Los geht's. Fies von ihm. Ich habe gesagt, ich habe es eilig und er so, mir egal. Das ist sehr unhöflich. Oh, da ist das Serpifoil. Ey, oh. Ah. Er hat das Arcani. Es tut mir leid, Vögelchen. Was hat er eingesetzt? Oh. Ahaha. Ich dachte so, oh, ein krasses Arcani. Und er hat mir so wenig Schaden gemacht. Das war jetzt gerade fies. Okay. Das ist sehr effektiv. Das ist doch schon mal was. So. Nein, was heißt das denn? Ich wollte das gerade finishen hiermit. Oh, nervig. Komm schon, Roselia. Nein, das hat nicht gereicht. Oh nein. Okay, ich habe einmal Mumu-Milch. Wird der Science jetzt auch heilen? Nee. Wow. Was ist das für eine Attacke? Warum macht die so viel Schaden? Oh nein. Ach, Kacke, ey. Das ist nicht gut. Oh, du willst Swift lernen. Ah. Ach, guck mal, das hätte das hier gehabt, damit ich Geister-Pokémon trotzdem treffen kann. Fies von ihm, dass er einfach in meine Kampfattacke einen Geist eingesetzt hat. Na ja, Con, das ist wieder die Schlange. So, Freundchen. Auf Wiedersehen. Oh ja, Milotic. Wir sind auf Level 20. Warum hat er Arcani und Milotic? Was in seinem Leben ist falsch gelaufen? Was in meinem Leben ist falsch gelaufen, dass ich das jetzt ertragen muss? Hä? Komm schon. Oh, shit. Wie soll ich denn das gewinnen? Also mal ganz ehrlich. Was soll denn das? Der hat nicht einfach ein Milotic. Was ist los mit ihm? Oh, komm schon, Eis, finish es. Ja, Eis, ey, Hagel. Ja, auf Himmels Willen. Nun, ich bin nie enttäuscht von dir. Du bist wirklich auf einem anderen Level. Vielleicht habe ich verloren, aber es ist immer schön, gegen dich zu kämpfen. Vielleicht habe ich ja Chancen gegen den Arenaleiter. Ich habe ja nichts zu verlieren, also versuche ich es. Ich muss sagen, deine neuen Pokémon kamen sehr überraschend. Ich habe keine Chance
Was? Du hast keine Chance gegen mich, aber viel Glück mit Finorex. Oh, einfach so Komplimente. Bist du krank? Aber vielen Dank. Ich bin jetzt total motiviert. Ich werde den Arena-Orden bald haben. Bis später, Miri. Okay. Was sollte das mit dem Arcani und Milotic auf Level 20, der Irre? Das finde ich nicht okay. Das ist fies von dem Spiel. Oh Mann. So, weiter geht's. Jetzt zu den Ruinen. Auf geht's. Ah, erstmal die Route. Oh, guck mal, die sehen mich nicht. Haben die sich jetzt ernsthaft alle durch Zufall weggedreht? Boah, ich habe gar keine Ahnung, wo es lang geht. Ah ja, hier ist ein Item. Ich würde halt einfach sagen, ich laufe weiter nach Norden, oder? Staralili. Oh, die wollen gar nicht kämpfen. Okay. Hi, der will kämpfen. Auf geht's. Ach, das schon wieder. Och, Leute, wenn ihr nochmal. Das ist so asozial. Die wechseln die ganze Zeit einfach in meine Kampfattacken mit ihrem blöden Geist-Pokémon. Was haben die alle Geister-Arcani und ich nicht? Wir sollten mal gucken, ob es hier Fukano zu fangen gibt. Wenn der Trollo hier eins hatte, unser lieber Freund, sogar ein entwickeltes, dann wird es die doch sicher hier ein Dutzend billiger geben, oder? Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass er eins gefangen hat. Sehr schön. Es hagelt. Luxio, wir wechseln mal nicht, weil soweit ich weiß, war das ja Eis. Es gibt hier coole Eis-Luxio. Machen wir das so. Wow. Das hat wenig Schaden gemacht. Das hat viel Schaden gemacht. Ich glaube, einen... Ah, hätte ich das mal vorhin eingesetzt. Komm schon. Nein, der Hagel. Der Hagel hat es erledigt. Das war nicht nett. Ach, Mist. Yay, Level Up für Roselia. Armes Gilgar. Ah, er macht ja ein Star-Duell mit dem Baum und angeblich gewinnt er. Irgendwie bezweifle ich das. Hi. Da läuft so eine Katze wild rum. Ach, ich wollte doch gucken, ob es hier Fukano gibt. Mann. Das gibt's ja nicht. Ich glaube, das war nicht die Attacke, die ich einsetzen wollte. Autsch. Das war gar nicht die Attacke, die ich einsetzen wollte. Vögelchen. Ein Voltussin. Okay. Noch ein Vögelchen. Vogelio. Saravia, Vogelio. Oh, das tut mir so leid. Also, jetzt gucke ich erstmal. Nee, gibt es immer noch nicht, aber irgendein komisches anderes Ding. Hi. Aber wir holen uns jetzt erstmal ein Katzi. Ich weiß zwar nicht, ob ich es ins Team nehme, aber es sieht cool aus, also versuchen wir es mal zu fangen. Ich mach mal Abschlag, das sollte ja... Oh, das macht gar keinen Schaden. Hi. Wie viel machen mit Eisattacken? Ein bisschen mehr Schaden, okay. Kannst du das lassen? Könntest du das lassen? Dankeschön. Muss man immer alles zweimal sagen, hm? Jetzt fängt es damit schon wieder an. Wenigstens trifft es nur zweimal. So, sehr schön. Wo sind denn meine Pokebälle? Auf geht's, Pokéball! Unlicht und Eis. Das ist eine coole Kombination. So, auf in die Box mit dir. Oh, ich glaube, da vorne sind wir schon da, oder? Ha, du schon wieder? Was tust du denn hier? Oje. Ach, die habe ich nicht erkannt.
Ich könnte dich das Gleiche fragen. Aber ich habe zuerst gefragt, also. Das geht dich gar nichts an. Leute, die hier früher hergekommen sind, gehörst du zu ihnen? Warum interessiert dich das so? Geh zurück. Du weißt nicht, was du dir da antust. Tut mir leid, was meinst du? All das hier, da vor dir. Es wird dich befallen, früher oder später. Ich finde, sie ist ein bisschen dramatisch, aber okay. Sehr schön, hier kann man heilen. Dankeschön. Hier gibt's... Oh, hier gibt's die Kirlia. Zu fangen, hier gibt's so ein Riolu, das Luxio und das Luxtra. Und immer noch das... Ich glaube mal, es ist ein Panzer Eron, würde ich vermuten. Okay, wir wollen die uralte Zivilisation hier studieren. Aber viele Trainer sind uns im Weg. Okay. Na gut. Ich würde sagen, immer weiter nach Norden. Das ist ein Pokéball. Okay, das ist ein... Oh, hi, Luxio. Schauen wir mal. Ach nee, wir hatten ja schon rausgefunden, dass... fantastisch, dass ich mal wieder Glück habe. Ich liebe es, wenn man einen Zusatzeffekt hat und gleichzeitig created mit der Attacke. Das ist fantastisch. Es gibt nichts, was ich besser finde. Nichts macht mehr Spaß. Wow, das macht ja gar keinen Schaden. Ah ja, Spezialverteidigung erhöhen. Passt schon. So. Einmal würde ich noch, dass es im roten Bereich ist. So. Ich finde das cool, dass man so früh im Spiel schon Eis-Pokémon hat. Das ist irgendwie... Weiß nicht, cool. Sonst hat man Eis-Pokémon immer so spät. Deswegen ist das wahrscheinlich so, witzig irgendwie. So ungewohnt. Ungewohnt. So. Ich würde jetzt eigentlich gern Pokémon aus... Oh. Süß. Seine Entwicklung sieht aber definitiv besser aus. Es hat definitiv ein Upgrade gemacht, als es sich entwickelt hat. So. Leider gibt es hier keine... ich glaube, hier geht's weiter, oder? Sieht so aus, als würde es hier weitergehen. Hi. Ach, cool. Das ist, das Ding, von dem ich nicht weiß, welcher Typ es jetzt ist. Geist schon mal nicht, falls ihr euch gefragt habt. Oh, was ist denn los? Oh. Giga, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du so schwach? Du kommst aus einer anderen Dimension. Du musst krass sein, weißt du? Hat dir das keiner erklärt? So, weg damit. Oh, da kommt Riolu. Ist es ein normales? Ist es ein normales? Irgendwie bin ich jetzt enttäuscht. Und Luxio. Tschüss. Sehr schön. Ich gehe mal direkt wieder heilen, damit Gilgar wieder auf dem Stand ist, auf dem aktuellen Stand ist, dass es vielleicht eines Tages mal was tun kann. Hi. Du bist sehr motiviert. Das freut mich ja für dich. Oh, Doppelkampf. Oh, Panzer Eron und Kilia. Cool. So, und du gehst auf... Oh, du gehst auf beide. Na, das ist doch fantastisch. Das dürfte ein One-Hit für beide sein, oder? Ah, nee, auch nicht. Oh, das war eine witzige Idee. Tschüss. Okay. Interessant, das sieht mir nach Pflanze aus. Ist das Pflanze Eis? Das wäre ja interessant. Auf jeden Fall ist es weg. Was auch immer es war. Tschüss. Was ist das? Ist das ein Leuchtstein? Nein, nein, okay. Cool. Ah, die wollen nur mit einem kämpfen, wenn man mit ihnen redet. Ah. Ein... Oh, das ist die Entwicklung. Das Ding ist nicht witzig. Das macht ordentlich Schaden. Auf all meine Pokémon. Das ist so ein bisschen das Problem.
Oh nein, das ist ja effektiver, aber das macht ja gar nichts. Okay. Okay, tschüss. Oh, guck mal, wer da steht. Oh. Oh, wie komme ich denn da oben hin? Da liegt noch ein Stein. Gar nicht von hier aus. Okay. Wir gehen jetzt erstmal heilen, bevor wir mit den zwei reden.